Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Und wieder habe ich den Wolke reingeworfen. Hallo Wolke. Ja, hallo. Ich bin es. Ja, ich habe den Wolke gerade mal reingeworfen. Wir wollten ja noch einen Sieg erringen mit Cho'Gath, gell, das weißt du ja noch. Ja. Ich habe gerade schon mal gespielt, wieder, da habe ich wieder 9-3-10 gehabt oder so, aber es war wieder ein Lose. So, dann bräuchte ich hier mal kurz Hilfe. Das Problem ist echt, dass mir hier niemand mit Cho'Gath hilft. Komm du einfach doch, runter. Ich helf dir. Ich hab dir übrigens gerade zugesehen mit Timo, das war sehr spannend. Der Twitch hat dir ja ordentlich eingesetzt. Ja, 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Twitch war nicht schlecht. Daraufhin habe ich nämlich mein Set umgestellt. Das heißt, das ist jetzt praktisch, ich habe jetzt gerade hier so ein Test-Set, sag ich mal so, am Start. Also es ist nicht das Set, mit dem ich sonst immer spiele. Das habe ich mir gerade mal zusammengestellt. Du hast mal das gucken. Twitch-Set abgeguckt mit C4 oder was? Nee, nicht unbedingt. Also, weil sonst bin ich immer so auf Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsstärke und aber auch ein bisschen Fähigkeitsstärke gegangen. Jetzt bin ich eigentlich nur auf Angriffsgeschwindigkeit und ja, Fähigkeitsstärke bei Timo ist sehr schlecht. Weil du musst mal gucken in deinem Brand. Wegen den Pilzen. Ja, klar, aber du musst ja immer so sehen, du hast ja 4 Skills und wenn nur einer beeinflusst wird, dann bringt es einfach nichts. Ich gehe mit Timo komplett auch auf AD und AD Geschwindigkeit. Ja, na deswegen. Aber das mit dem mein sonstiges so, Set, damit komme ich eigentlich auch immer ganz gut klar. Weg. Danke euch. Ich kann dir gleich mal mein Set für Timo zeigen oder sagen. So. Das krasse ist echt, ich gehe mit Cho'Gath voll auf AD, auf AP. Weil wenn Cho'Gath seinen Biss auspackt am Ende des Games, ich kann ADCs eigentlich mit einem Biss fast verschlingen. Sag ich ja. Das ist echt krass, ich bin da reingerannt, da stand so eine Jinx mit Full Life, da habe ich einmal meinen Q, mein B draufgehauen, dann mein R und da war Jinx schon tot. Deswegen, du hast gegen Cho'Gath, ich hab den am Anfang, habe ich den auch immer sehr gerne gespielt. Wenn du den ordentlich skillst und alles und dann noch die richtigen Items kaufst, die Gegner haben eigentlich kaum noch eine Chance. So, das ist halt die Frage, ich gehe mit Cho'Gath jetzt zum Beispiel nicht mehr auf Leben, sondern ich mache den wirklich komplett AP, das heißt, der wird, hat am Ende glaube ich 2500, also ist schon ein bisschen was, aber es ist halt nichts übertriebenmäßiges. Und zum Beispiel probiere ich jetzt auch gerade aus, ich bin am Anfang bin ich immer mit dem Schild reingegangen, jetzt probiere ich es gerade mal aus, indem ich mit als mir als erstes gleich den Lorans Ring kaufe, vielleicht bin ich da besser. Muss mal schauen. Ja, so, also ich kaufe mir immer Lorans Ring, dann das Schild. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das Schild aufkaufe. Na, ich weiß nicht, also ich hab mir vorhin erst das Schild und das. Ich mach jetzt aber nur das. Ne, ich hab, sonst kaufe ich auch immer erst Lorans Ring. Dann. Sehr schön. So. Ja, vorhin habe ich das Problem gehabt, da bin ich zu spät mit rein mit Cho'Gath, da musste ich dreimal weggehen, weil mir keiner geholfen hat bei den Minions. Mit Cho'Gath vor allen Dingen sehr schlimm. Wenn die dabei ja, keiner hilft am Anfang. Aber jetzt läuft es mal ziemlich gut. Ich hatte dann trotzdem am meisten Farm im ganzen Team. Ich meine, wenn du mich jetzt anguckst, ich habe schon wieder die meisten Farm. Das ist eigentlich mit dem Jungler fast unschaffbar und Cho'Gath kriegt das einfach mal übel schnell hin am Anfang. Das finde ich ziemlich geil. Der am Anfang so ein extrem. Ja, der Punkt ist auch, wenn du dann Level 6 bist auch noch. Ja, dann kann ich die fressen, dann kannst du werde ich Cho'Gath stärker. Ja. Und durch das Fressen das heißt, kriege ich den Farm auch noch viel schneller down. Ja, Probleme da unten sehe ich gerade. Also ich habe jetzt daran gesehen, dass er echt zurückgegangen ist. Weil Volibear kam auf einmal her. Ich weiß zwar nicht, wo er herkam, aber er war da. Volibear ist der Jungler. Ich gehe mal kurz weg. Ja, der ist nämlich gerade mal bei uns vorbeigekommen. Ich kann auch gleich mal vorbeikommen, wenn du möchtest. Ich hole mir erstmal mit Cho'Gath. Weiß gerade. Ich weiß gerade nicht, wo Nidalee ist. Nidalee ist wahrscheinlich weggegangen.
Tschüss, dass ich mir angewöhnt, dass ich mehr auf die Map gucke. Hier oben sieht's ganz gut aus. Ja, die hatte kaum noch Leben, aber ich habe jetzt erstmal signalisiert, dass sie weg ist. Nicht, dass sie am Ende doch irgendwo anders auftaucht. Ja, das ist immer, da ist sie doch. Aber sie ist wieder hier. War sie Full Life? Ja, die war Full Life. Ups, jetzt habe ich aus dem Ende. Na egal. So. Ich habe 27 Farmen und bin somit immer noch der Beste. Also Sugar Farm verdammt schnell. Das geht aber gar nicht. Habe ich gar nicht gewusst, dass Sugar so schnell farmen kann. Siehst du mal. Ja, der wirklich, all seine Angriffe sind darauf ausgelegt, viel zu treffen. Gell? Das ist halt das Positive. Ja. So. Weil ich den Blue habe, komme ich zu euch hoch. Runter. Wo mein Leben gerade schon wieder ein bisschen knapp wird. Geh nochmal weg, bevor ich den Blut, dann kriege ich mir noch Schuhe. Ist auch gut. So, einmal die Schuhe und dann holen wir uns auch Tränke. Und dann kommen wir jetzt, dann kommen wir jetzt runter. Ich würde die Jinx angreifen. Ich hab Geist, das heißt ich kann schneller durch Minions laufen. Und da würde ich mit Geist rausspringen, würde... Ich müsste dann eigentlich den Red, den Level 6 schon haben. Ja, wenn du Jinx dann hoch wirst... Würde versuchen, sie anzuknabbern. Na, wenn du sie hoch wirst, dann hau ich meinen Blender drauf und dann kannst du sie eigentlich problemlos... Dann kannst du sie eigentlich problemlos anknabbern. Ich nasch gerne von Jinx. Oh, jetzt muss ich eigentlich fast nicht. Ich hab Jinx zum Fressen gern. So, jetzt gehe ich nochmal fix weg hier. Na, ja, dabei. Ich hab gerade ein bisschen nicht aufgepasst. So, jetzt bin ich mit Level 6. Jetzt komme ich runter. Ja, ich dürfte auch bei Level 6 sein. Schade, da habe ich echt gerade. Fress ich halt aus. Level hat man nicht. Aber mit Cho'Gath könntest du, glaube ich, auch relativ, also was heißt relativ gut, aber einigermaßen gut supporten, glaube ich sogar. Weil ja, Cho'Gath ist für alle Lanes. Es gibt nämlich auch Platin-Guides für Cho'Gath auf der Mitte zum Beispiel. Oder für den Top ist ja auch ganz gut. Wenn du einen Tank spielst, dann kannst du auch Top spielen. Also Cho'Gath ist für alle Lanes komplett gut geeignet. Ja. Ich fand den am Anfang, wo ich mir den am Anfang geholt habe, auch ziemlich gut. Ich komme gleich nochmal runter, pusht man nicht so stark. Ja, ich muss mal gucken, es hat gerade ein bisschen bei mir gelackt. Jetzt geht's hier. Jetzt komme ich gleich mit vollen Einsatz runter. Schön ist, ich habe meine ein Gegner wurde getötet. Du hast deine? Meine Mana-Regenerationsruhen drin, das heißt ich krieg 10 Mana alle 5 Sekunden. Passt doch. Ja. Ein Gegner wurde getötet. So, jetzt müsstet ihr mal weggehen. Oder lag es bei dir immer noch? Nee, es geht jetzt wieder. Dann geht mal ein Stück weg. Wie Sugar hier oben steht. Oh, ich bin der Sugar. Ich warp euch mal hier ein bisschen. So, warte, ich renne da jetzt rein und hau den der Nidalee mein Warte, Nidalee. Hey, go. Ja, jetzt sind sie weg. Ne, die sind zu nah am Tower dran. Ne, die kriegt doch, komm! Ulti von Ash! Oh. Komm jetzt hier, jeder Lee, hinter dir. Na, was ist denn das hier? Gibt's das? Ich hab sie gefressen! Ich hab sie gefressen! Oh mein Gott. Es geht doch. Ja, ich wollte die ganze Zeit meine D draufhauen und hat die ganze Zeit dran vorbeigeklickt. Ist gerade rumgerannt im Tower wie verrückt, ey.
Ja, ich hatte die ganze Zeit meine D deswegen daneben gehauen, sonst hätte ich die jetzt auch bekommen. Nidalee geht doch auf AP, gell? Wenn ihr euch mit ein bisschen öfter gänge, dann gehe ich jetzt mal auf meine AP-Dinger. Obwohl, nee, warte mal. Das mach ich noch nicht. Das hole ich mir später aus. Ich habe eine Idee, was ich mir hole. Für die Dunkelheit. Ich muss mal bei Jax jetzt hier. Ich muss bei Lee jetzt erstmal ein bisschen helfen hier. So, mittlerweile bin ich nicht mehr der Beste, der farmt. Nimm der Ash nicht zu viel Farm weg, gell? Ich weiß, du bist mit Timo da sehr motiviert. Kauf dir am besten mal das Supporter-Item. Diese Münze. Die gibt dir am Anfang übelst viel Geld. Na, ich kaufe mir wie immer erstmal Steady Stick, dann... Ja, das Problem an der Sache ist, wenn du Supporter bist, machst du kein Geld, weißt du wie? Ich mache ja keinen Supporter. Wie gesagt, Frank, das kann ich dir noch richtig mal sagen. Ich mache keinen Supporter. Habe ich auch nicht reingeschrieben. Ich habe nur gesagt, dass ich auf die Bot gehe. Na okay. Von Support war nie die Rede. So, Sugar schlüsselt wieder. Und Ash hat viel mehr Minions als ich. Die hat 39, ich habe gerade mal 17. Ja, ich weiß. Ich dachte, das ist dein Bestreben. Ich habe jetzt gar nicht im Chat geachtet, weil ich gerade was gemacht habe. What? Was ja, war das? Das haben wir ordentlich verkackt. Ein Gegner wurde getötet. Was war das denn? Ein Verbündeter wurde getötet. Na, ich bin hinter Jinx her, weil die fast tot war. Oh. Bin ich aber gerade noch so ausgewichen. Autsch. Das kam jetzt etwas überraschend, dieser plötzlich tot. Falls genug kann man so aufpassen, ich bin gerade auf der Bottom bis anmachen. Dass mich der Herr hier nicht erwischt. So. Jetzt gehe ich back, jetzt habe ich mich das, was ich wollte. Oh nee. Schon ganz schnell hier noch. Ein bisschen Feed. Nom, 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 nom. Der Yi ist auch ganz schön aggressiv und muss echt auf, wir müssen echt auf Yi aufpassen. Er tut zwei Level unter dem Jax, tut er ganken, obwohl Jax an sich schon besser als sie ist. Jetzt krieg ich auch immer nur noch 3,3%. Ich raff das manchmal mit den Runen nicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich wurde nicht unter einem Bett. So, da habe ich auch schon die nächste Stufe erreicht und meine Q ist voll aufgeskillt. Okay, ich hol mir noch einen Blue. Pusht man nicht so hart. Da unten. Ich komm gleich nochmal runter. Ach. Du müsst den Tower jetzt von denen auch mal ein bisschen anfatzen. Verbündeter wurde getötet. Na toll. Guck mal kurz in den Dschungel rein. Ist schon ordentlich, ja? Shugart Level 5. Ja, wie gesagt, also wenn du auf den Dominion Grasnarbe spielst, ist Shugart nochmal doppelt so groß. Und wenn dann noch Lulu ihren Stunt drauf haut, Dings draufhaut, ist Shugart nochmal größer. Das ist echt krass, wie groß der werden kann. Das ist echt gut, gell? So, jetzt komme ich runter. Einfach nicht am Blatt, naja, verstehen. Ja, Nieder, die hängt hier auch noch irgendwo rum. Ja, deswegen ist es ja gerade gut, wenn du stehen geblieben bist. Verbündeter wurde getötet. Huh? Die ist ja